So, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren heroischen Cataclysm Raid Guide von MMOZone. Ja, wir befinden uns bei Maloriac. Ich denke mal, die normale Version habt ihr euch bereits angeguckt. Hier gibt es einige Änderungen im Vergleich, jetzt zum direkten Vergleich mit der normalen Version. Werde ich im Videoverlauf natürlich noch drauf eingehen. Ansonsten, wir haben jetzt hier einen 12 Minuten Enrage Timer bei Maloriac HC. Der Boss hat 121 Millionen Lebenspunkte, wie man jetzt hier gerade sieht. Und wir haben neben den bereits bekannten roten, blauen und grünen Phasen noch eine sogenannte dunkle Phase. Die wird jetzt hier gleich auch als erstes zu sehen sein. Wir pullen jetzt hier gleich jede Minute. Und dann starten wir direkt mit der dunklen Phase. Ich gehe einfach jede Phase durch, worauf es da zu achten gibt. Das ist dann, denke ich mal, für mich am einfachsten. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal das Go. Und da hinten ist noch jemand AFK, deswegen müssen wir kurz warten. Und ja, hier wird nochmal Int gebufft. Unser Mage war AFK, deswegen mussten wir warten. Und ja, es geht dann hier direkt los. Wir starten, wie gesagt, mit der dunklen Phase. Diese Phase beginnt immer und danach sollte die rote, dann die blaue und dann die grüne Phase kommen. Ja, vor dem Kampf ist natürlich ganz wichtig einzuteilen, ein Spieler, der den Arkanen Sturm kickt und ein Spieler, der die Entartungen, der die Fähigkeit Entartungen freilassen kickt. Wobei, da müsst ihr darauf achten, dass ihr am Ende, beziehungsweise bevor die grüne Phase kommt, drei von diesen Entartungen freilassen durchlasst, damit ihr ja insgesamt dann in der grünen Phase 9 von diesen Entartungen habt. Und diese werden dann aufgetankt. Ansonsten, wie gesagt, wir befinden uns hier in der dunklen Phase. Ihr seht jetzt hier 5 von diesen widerlichen Plörre. Das sind Level 88 Mobs, Elite natürlich, mit 6 Millionen Lebenspunkte. Und die verursachen unter Spielern den Debuff Dunkler Schlick. Und ja, dieser dunkle Schlick hat es wirklich in sich, da er jede halbe Sekunde 15.000 Schaden verursacht. Also ihr müsst da sofort raus. Und ihr seht, unser Tank hier zieht die einmal im großen Kreis vorne am Eingang vorbei. Und jeder, der AEn kann, kann der Retri zwar nicht so gut, aber ich mache trotzdem mit. Er sollte natürlich AEn, da die widerlichen Plörre in der Phase, ihr seht, wenn ihr links oberhalb vom Grid schaut, nächste Phase beginnt in 31, 30. Und ja, in dieser Zeit müssen diese widerlichen Plörren einfach getötet werden. Außerdem ist für den Tank, welcher Maloriac tankt in dieser Phase, wichtig zu wissen, dass er die Fähigkeit von Schatten umhüllt castet. Das ist so eine Schattenflamme, die er nach vorne macht. Und ja, wenn der Tank davon getroffen wird, erhält er 100% weniger Heal. Wir sehen jetzt hier nochmal die Schattenflamme, genau. Und ja, es kann in dieser Zeit nicht geheilt werden, in diesen 8 Sekunden. Danach habt ihr 4 Sekunden Zeit. Eure Healer haben dann Zeit, den Tank voll zu heilen. Und ja, demnach müsst ihr das etwas abtimen. Jede Phase haben wir im Übrigen zweimal. Wir haben jetzt anstatt der roten doch die blaue. Die blaue unterscheidet sich im Normal Mode, also vom Heroic Mode zum Normal Mode, gar nicht. Es heißt wieder hier natürlich am besten gut auseinanderstehen, damit die Spieler, welche die beißende Kälte haben, nicht die komplette Gruppe sprengen bzw. Damage darauf verursachen. Ansonsten natürlich auch auf die gefangenen Spieler, welche sich im Blitzeis befinden, auf die achten und diese dann heilen. Und ja, dann sollte das alles gar kein Problem sein. Beziehungsweise diese befreien, wenn niemand um diese gefangenen Spieler ist. Ihr seht, ich habe jetzt hier noch beißende Kälte, ist jetzt ausgelaufen und wir haben jetzt hier die rote Phase. In der roten Phase ist auch wie im Normal Mode einfach alle gesammelt vor Maloriac stehen. Allerdings die sengende Explosion, die wir jetzt hier gleich sehen, sollte mit einer Kuppel oder mit irgendeinem Healer-CD reduziert werden. Ihr seht das hier, die Kuppel kam zwar relativ spät, aber wir sind trotzdem noch unter dieser Kuppel und ja, müsst ihr unbedingt mit CDs arbeiten, da der Schaden doch immens hoch ist. Ansonsten natürlich die verzehrende Flamme, trifft immer einen Spieler, der betroffene Spieler muss dann rausgehen, beziehungsweise darf nicht von dieser sengenden Explosion getroffen werden. Wie gesagt, wichtig ist hier auch,
dass ihr das mit dem Kicken gut hinbekommt. Ihr seht das jetzt hier, wir haben jetzt Phasenübergang. Ich bin jetzt hier eingeteilt, die Entartungen freilassen, die Fähigkeit zu interrupten. Ihr habt das hier gesehen, unterbrochen. Und ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das hinkriegt, damit ihr am Ende der grünen Phase nur 9 von diesen Entartungen habt. Und ja, das heißt einfach, alle Entartungen, welche gecastet werden, hier nochmal unterbrechen, bis auf dann die letzten 3 in der vor der grünen Phase. Müsst ihr ein bisschen abtimen. Und ansonsten, die grüne Phase ist auch wie im Normal Mode, einfach die Ads fokussen. Und das Ganze wiederholt sich jetzt hier. Wir haben jetzt wieder die zweite dunkle Phase. Wie gesagt, wir müssen jede Phase 2-mal durchlaufen. Ihr seht, wir haben mittlerweile 38% vom Boss. Sind also relativ schnell von der DPS. Das heißt, wir müssen gleich unheimlich lange warten. Und ja, das sehen wir dann gleich noch. Ja, ansonsten hier wieder die widerlichen Plörren. Fokussen, AEn und nicht von diesem dunklen Schlick treffen lassen. Das geht natürlich auch ins Range Camp. Spawnt wie gesagt unter Spielern und da unbedingt rauslaufen. Da der Schaden, ja wie gesagt, jede halbe Sekunde 15.000 Schaden und das ist mitunter dann doch recht viel. Ich weiß nicht, meine Stimme versagt gerade so etwas, aber ich will das Video auf jeden Fall noch fertig machen. Und ja, was soll ich groß sagen? Die widerliche Plörre hier absolute Priorität, dass die in dieser dunklen Phase down gehen. Auf den Tank ist wie gesagt zu achten, von Schatten umhüllt. Den Cast castet er alle 8 Sekunden, danach habt ihr 4 Sekunden Zeit, den Tank wieder hoch zu heilen. Danach wieder 8 Sekunden kein Heal, also eventuell muss der Tank da auch ein CD ziehen, je nachdem wie viel HP er hat. Und eure Heiler sollten natürlich auch auf Zack sein, damit ihr in den 4 Sekunden, wo keine Schattenflamme ist, in Anführungszeichen Schattenflamme, damit ihr den dann wieder hochgeheilt bekommt. Und ja, das ist, denke ich mal, nicht so das Problem, sollte es jedenfalls nicht. Und falls doch, muss der Tank einfach ein CD ziehen in dieser Phase. Ansonsten, wir haben jetzt hier Damage Stop gemacht bei 30% circa. Da wir noch 9 von diesen Entartungen benötigen. Und ja, diese spawnen jetzt erst hier nach und nach. Ansonsten natürlich hier wieder verzehrende Flammen. Diese betroffenen Spieler rauslaufen. Priesterkuppel in der roten Phase, alle vor dem Boss stehen. Und die sengende Explosion wegheilen. Ja, die ersten 3 Entartungen sind jetzt mittlerweile da. Wie gesagt, wir brauchen 9. Also noch 2 Casts. Hier castet der zweite. Da kommen dann direkt noch 3. Ihr seht das hier, die spawnen rechts und links. Und die muss sich der zweite Tank einfach schnappen und dann hinten tanken. Jetzt haben wir nochmal die blaue Phase. Wie gesagt, wir haben jetzt hier absoluten Damage-Stop. Wir verteilen uns jetzt hier auch alle, wie gesagt, blaue Phase natürlich verteilen. Auf das Blitzeis achten und auf die beißende Kälte achten. Und den letzten Cast durchlassen, damit wir dann 9 Entartungen haben. Und ja, die beißende Kälte hier wieder schön auseinanderlaufen. Arkansturm natürlich unbedingt interrupten, sonst ist das auch der Vibe-Grund. Und ansonsten haben wir jetzt hier noch knapp 15 Sekunden in der blauen Phase. Danach kommt die grüne Phase. Und dann können wir den Boss in die letzte Phase bringen. Das ist irgendwie so bei circa 25-20%. Den genauen Übergang kann man hier leider nicht so wirklich erkennen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon Bloodlust angemacht und können den Boss jetzt hier schön in die letzte Phase bringen. In der letzten Phase haben wir auch wieder eine Neuerung, und zwar sind das die sogenannten primitiven Versuchsobjekte. Das sind 2 Mobs, die spawnen jetzt hier rechts und links jeweils einer, und die suchen sich einen Spieler raus, den verfolgen sie dann, und der betroffene Spieler sollte einfach zum Tank laufen und der Tank dann einfach versuchen, die Aggro von den primitiven Versuchsobjekten zu bekommen. Ansonsten haben wir jetzt hier noch die Säurenova. Das ist der mieseste Spell, denke ich mal, in dieser Fähigkeit. Verursacht über 10 Sekunden jede Sekunde 15.000 Schaden. Also falls ihr etwas habt, was das wegmachen kann, zum Beispiel Iceblock oder Bubble oder so, nutzt das ruhig. Es sollte zwischen 2 und 3 Mal kommen. Ansonsten hier die Magma-Strahlen. Da ist es ganz wichtig, dass niemand vor dem Tank, vor dem Boss steht, beziehungsweise vor dem Tank.
Und ihr seht hier rechts diese Eissphären, die jetzt hier langsam ins Bild kommt. Und diese sollte auch von niemandem, von keinem Spieler getroffen werden, da diese sonst explodieren und doch relativ viel Schaden macht. Das klappt bei uns ganz gut. Ihr seht, wir ziehen den Boss wieder außen entlang und nuken den einfach runter. Wir haben jetzt hier noch 7%. Erst einen Toten, das ist relativ gut, sag ich mal. Und ja, das war so im Großen und Ganzen der Boss Maloriac im Hard Mode. Probiert ihn einfach mal. Ich empfinde ihn nicht wirklich so als schwer. Wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, auch unbedingt das mit den Ads richtig zu timen und natürlich Arkanen Sturm zu kicken und den Tank mit CDs, beziehungsweise ja doch mit CDs am Leben zu erhalten. Gerade in der dunklen Phase könnte das eng werden. Ansonsten hier natürlich der Loot und ja, es bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an euch fürs Schauen, Weitergeben meines Guides. Und auch wenn meine Stimme hier versagt, bedanke ich mich natürlich wie immer bei meiner Gilde Undisputed vom EU ihren Terror da. Und ich sage, bis demnächst, macht es gut und ja, ciao.